So, hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch durchsichtige Stempler. Ja, das ist Gel Clear. Der ist wunderbar, super, da kann man durchgucken. Ja, so das mit, meine ist persönlich zum Beispiel mit Verschluss, finde ich super, weil so ist das Silikonbett, ist tatsächlich geschützt. Bitte aufpassen, wenn ihr ihn nutzt, weil das ist tatsächlich sehr empfindlich wie ein Glas. Ja, bitte nicht kratzen, wenn ihr arbeitet mit dem, bitte nicht mit Cleanser putzen, nicht mit Aceton und nicht mit Nagellackentferner. Ich zeige euch auch später, wie ihr ihn putzt. Ja, also. Was ist eigentlich toll daran? Der ist durchsichtig. Endlich kann man gucken, wo wir stempeln, weil immer gab es alte Probleme. Du siehst nicht, wie du stempelst, ja? Und dann irgendwie kreuz und quer war alles. Und endlich gibt es ja ein durchsichtiges. Ich zeige euch, schaut mal hier. Da kann man tatsächlich schön reingucken, wohin ihr stempelt und platziert, ja? Eure Design, weil das ist echt toll, ja? Wunderbar, wirklich, sieht ihr das gut, ich hoffe, ja, das zum Beispiel habe ich gestern gemacht, genau mit dem Stempler, ja, und da gibt es auch dazu so eine Plastikplatte, ja, weil mit Metall finde ich zwar nicht schlecht, aber Problem ist das, dass bei Metall wir zerkratzen zum Beispiel alle Platten, ja, danach die werden sie alle zerkratzt und das soll ja nicht sein, ja, und jetzt, mein Problem als erstes, wenn ich habe den gekauft, der war pickig, ja, also mit Beschichtung drauf. Ich habe gedacht, gut, wie mache ich das? Ich habe versucht, Videos zu finden, Fehlanzeige, keiner zeigt, wie er putzt. Ja, also, oder wie bei erste Verwendung, wie erstes Mal ihr verwendet. Einfach Pickbandel, ein bisschen zurückfahren, ja, und so mit Stempler. So, der ist wirklich sauber, der ist geputzt, der ist nicht mehr, so pickig wie am Anfang, wann ist er gekommen. Und wirklich super, ja. So, also da gibt es keine Probleme, wenn ihr seid fertig mit Stempeln, einfach so zumachen, die Sache hat sich erledigt und der bleibt immer geschützt und bleibt sehr, sehr lange erhalten, ja. So, und jetzt zeige ich euch einen Beispiel, zum Beispiel, wie ihr arbeitet daran. Ihr könnt zum Beispiel zwei verschiedene Methoden nutzen beim Stempel. Ihr könnt einfach so schnell drüber fahren, ja, oder ihr könnt so auflegen, fest so drauf drücken und dann abnehmen, ja, dann habt ihr auch schöne Design. Ich habe gestern alles versucht bei dieser Hand, ich habe einfach versucht so mit schnell drüber fahren, einfach so check, check und erledigt, ja, und bei dieser Hand habe ich einfach so fest so draufgelegt, so, habe ich wirklich so fest draufgelegt und dann habe ich abgenommen und ich muss sagen, dass mir gefällt das diese Hand besser, wo ich habe tatsächlich so fest draufgelegt und dann abgenommen, weil der hat sich ja super übertragen. Meine Nägel sind ja lackiert. Ich kann euch nicht direkt auf meine Nägel zeigen, aber ich zeige euch auf Papier. Das funktioniert auch wunderbar. Und bitte, jeder Stempler ist ein bisschen anders. Ihr müsst ja wirklich üben, 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 bis ihr wirklich könnt das stempeln. Ja? Weil wie gesagt, jeder Stempler reagiert anders und auch bitte versucht verschiedene Stempellacke, verschiedene Marken, weil manche Marken funktionieren nicht und manche funktionieren. Ja, ich habe alle möglichen schon ausprobiert, deshalb bitte versucht verschiedene Marken, wo es tatsächlich passt. Weil am Anfang, wenn er ist gekommen, ich habe gedacht, Mist, der geht nicht. Blödsinn, der geht ganz gut, noch halt andere Stempellacke, ja. Wie ihr seht, hat alles super funktioniert, hat sich wunderbar übertragen. Ich zeige euch das noch einmal. So, so putzt ihr jetzt. Und euer Stempler ist sauber, ja? Die Platte natürlich mit Cleanser abwischen.
So, und da habt ihr jetzt gesehen, ich habe tatsächlich fest abgedrückt. Ja, fest habe ich so fest habe ich gedrückt und hat super funktioniert. Und da ihr seht, eure Stempel auch sauber. Das ist ein ganz, ganz kleiner Punkt. Das putze ich so ab. So, und der ist sauber einfach. Und jetzt einfach eure Platte abwaschen. Abwischen. Und das habe ich jetzt gerade zum Beispiel ganz schnell gestempelt, einfach so, tschack, und fertig, tschack, und erledigt, ja. Und da ist er genauso, und da sieht ihr kleine Punkt, ja, den einfach so abputzen. Ja, und eigentlich funktioniert alles wunderbar, das bisschen da fehlt, aber das ist egal, das macht sie noch einmal. So, ihr seht, funktioniert alles wirklich wunderbar. Einfach, ihr müsst ein bisschen üben und ich kann sagen, ihr werdet wirklich zufrieden sein. Und wie gesagt, diese durchsichtige Stempler, ich möchte nicht mehr messen, weil ich kann einfach so da reingucken, wie ihr seht. Ja, wenn ich möchte wieder stempeln, da kann ich einfach reingucken. Seht ihr das? Und ich sehe zum Beispiel, wohin ich möchte stempeln, ja. Das funktioniert wirklich wunderbar und ist jetzt easy, super sauber. Und einfach dann zumachen, eure Platten abwischen, alles abwischen. Und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Stempeln.